Look after Benny and Saya. Their brother's fate will be difficult for them to understand. Okay, der Bruder ist also schon tot, ja? Und wir müssen ihn jetzt überführen ins Jenseits. Deswegen haben wir Taros Maske bekommen. Drücke. Oh, um Geistermaske zu tragen. Schaue durch die Maske, um den Weg zu finden. Öffne Geisterbarriere und erhülle wichtige Objekte in der Umgebung. Geistermasken sind sehr hilfreich, um Rod zu finden, die in der Geisterwelt versteckt sind. Oh. Das ist ja nice. Hier müssen wir also lang, das habe ich mir sowieso gedacht. Aber man kann sich nicht bewegen, wenn man die Geistermaske auf hat, oder? Nee, kann nur gucken. Was ist das? Aha. Da ist doch einer, oder? Hier ist doch einer. Hallo? Komm raus! Das ist schon seltsam. Es vibriert auch, wenn ich reingucke, aber... Na gut. Vielleicht hier im Haus noch? Nein, kein Fotomodus. Aha. Der Fotomodus. Was ist das da hinten? Es glüht halt. Aha! Was ist das? Ein Speicherpunkt. Ah, eine Schnellreise oder was? Dorfzentrum. Ah, okay, cool. Guck, ja. Man sieht da echt gut, wo Sachen versteckt sind. Früchte fassen! Los, esst was! Wo sind meine Rods? Hallo? Ihr sollt essen. Kann ich die nicht rufen oder so? Oh, essen. Los, kommt essen. Ist da chillen jetzt? Essen! Nicht da drin rumlungern. Ach, egal. Die essen wahrscheinlich nur, wenn ich verwundet bin, glaube ich. Also vermute ich. Warte mal, habe ich das eigentlich aktiviert da oben? Ja, ne? Okay. Machen wir mal den Bruder. Hey, is that Taro's mask? Did Zaju give it to you? Maybe you can use it to open this barrier. Oh. Muss ich nichts machen, oder? Nee. Doch. Muss nur davor stehen. Maybe it will lead us to Taro. Aha, das war vorher noch nicht da. Hm.
Mal so ein bisschen erkunden. Ein bisschen kämpfen. Ein bisschen springen. Rods sammeln. Nein! Aha. Was bedeutet das? Los. Hier hin. Nein? Wieso nicht? Was haben die jetzt gemacht? Hä? Was war das denn jetzt? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ich dachte, ich muss das... Leute, diese Blume. Ich habe echt keine Ahnung. Egal. Weiter. Kommt vielleicht nachher. Vielleicht kriegt man irgendwelche Kräfte oder so. Ja, bestimmt. Ah, kann man die auch kaputt machen. Ich gehe trotzdem mal kurz hier entlang. Aber es sieht nicht so aus. Ich komme da erst nachher hin. Wahrscheinlich erst wirklich linear folgen. Eröffnet sich wahrscheinlich erst später Möglichkeiten, wenn man dann wahrscheinlich mehrere Kräfte hat oder Aktionen. It went through here, but we can't get past. Es ging hier durch. Aber wir kommen nicht vorbei. There's more of that nasty stuff blocking the path. Es gibt hier noch mehr. Can you get rid of it so we can get through? Okay. Machen wir das eklige Zeug kaputt. Scheiße. Der hat ein Schild. Die Rod können Spezialblumen. Was? Ja, Blumen reinigen. Kenas Gesundheit wiederherzustellen. Schicke die Rod auf sie zu dem. Oh ja, Viereck drückst, ist klar. Außerdem des Kampfes wird Kenas Gesundheit automatisch wiederhergestellt. Ah. Penner, Alter. Kann ich den nicht von hinten erwischen? Ahaha, das war's mit deinem Schild, Penner. Jetzt habe ich Energie, oder? Ja, habe ich Energie gekriegt. Aber jetzt haben sie wieder Angst. Okay, das ist natürlich dumm. Ich fand das Spiel ist echt ein bisschen veraltet. Aber egal. So, mehr Kraft hast du nicht, ja? Bam. Ich muss kurz da antworten. Look, Kana, I know what that is. It's a forest here. Ganz normal, 1530. Mit Norbert zusammen, der kann's bezeugen. Norbert länger geblieben. So. Was ist das? Das ist doch schön. Kann es kaputt machen? Ja.
und man muss mal mit meinem Stempelchip schauen, der muss kaputt sein. Das kommt mir jetzt zu oft vor. Weil ich hab abgestempelt. Okay. Was soll ich jetzt machen? Vielleicht nochmal anstrahlen? Achso, nein, die Rod müssen was machen mit dem. Okay. Und was? Oh! Ah, Waldtränen stellen vorübergehend die ursprüngliche Form der Rod her, wieder her. Okay. Um die Wolke zu bewegen. Aha. Mit R-Taste. Achso, da kann kämpfen oder was? Und reinigen. Ah, okay. Das ist ja witzig. Whoa, look what happened to the rod. He's so cute. Look at him go. Wee. Does he know any tricks, Kana? Wee. Ah, oh, die haben Zeit. Schlag. So, jetzt sind sie wieder normal. Jetzt muss ich wieder zu dem Ding hin. Ah. Ich verstehe. Drehen. Ah, okay. Das ist wieder rückgängig machen. Brauchst du noch mal. Over here, Kana. There's something in the ground. I bet a forest here can grow here. Okay, was ist das? There must be something nearby. Let's look around. Okay. Das ist ein Grabstein. Und hier ist auch was versteckt. See that over there? Ach Lord. There. Okay, was ist das? Muss ich das hier hinbringen? Nee, oder? Ach so, ah. Ah, okay. Verstehe. Wow. Cool. Können wir uns gleich mal hier wieder upgraden. Können wir gleich mal das upgraden. Nee, da brauche ich mehr höheres Rod-Level. Ah, okay, das geht nur... Ah, okay, das geht nicht nur mit diesen Kristallen, sondern ich brauche auch mehr Rods. Also muss ich mich immer umschauen. Immer. Okay. Okay. Das Ding da oben kann ich nicht wegmachen. Oder? Aber das ist so auffällig. Da oben. Vielleicht komme ich von da. Von hier irgendwie. Nee, komme ich nicht. Nee. Vielleicht ist es auch einfach nur so. Springen können die nicht mit dem Ding, oder? Drehen. Drehen ist aber. Tag. Ah doch. Okay. Geht doch. So, komm.
Ich hab gedacht, jetzt wäre da irgendwas, aber ist es nicht. Schade. Also gut, dann weiter. Ah, warte, doch, vielleicht. Schade. Doch nicht. Mist. Hätte sich aber gut ergeben können. Naja, egal. Ist nichts. Das sieht nicht gut aus. Okay, habe ich das? Dann kann ich hier jetzt warten. Das Dorfzentrum geht jetzt. Naja, Schnellreise. Okay. Aber da gehen wir jetzt noch nicht hin. Ist der nächste Boss schon, oder was? Na, komm schon. Jawohl, sehr gut. Okay. Muss ich wieder kämpfen. Piss dich! Scheißding! Schon rot. Und bam. Oh. Mist. Ist hier irgendwo eine Pflanze? Nicht wirklich. Ich bin ziemlich im Arsch. Ah doch, hier ist so eine Pflanze. Ich muss echt aufpassen. Boah. Na komm schon. Fass doch mal endlich Mut. Oh Gott, da kommt ein Großer. Ja, yeah! Ist klar. Nein, ich brauch Mut. Gib mir den Mut. Ach ja, genau. Alter, die schlagen sich auch gegenseitig. Das ist geil. Okay. Au. Ah, das war aber knapp. Jetzt wäre ich aber tot gewesen. Schnappt ihn euch! Bam! Gut! Macht ihn fertig, los! Au! Ah. Oh. Nein! Oh, ich konnte nicht ausweichen. Ah! Au! Oh, super! Okay. Einer nach dem anderen, bitte. Hinten anstellen. Au. Das war nicht fair. Nein. Oh. Und kaboom. Gut. Nein. Oh.
Der Große wieder. Oh! Das oder das? Wo ist die nächste? Scheiße. Du misst zu, da muss ich wahrscheinlich wohl das machen. Sehr gut. Au! Ich hab doch geblockt. Egal. Das gibt's doch nicht. Oh. Ah! Sollt ihn schnappen, nicht abhauen! Oh! Wie sie einfach abgehauen sind. Feigen Schweine! Warum muss ich immer eigentlich alles machen? Oh! Oh! Dein Ernst! Oh! Uah! Uah! Greif den an! Nein! 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 Alter. Schwierig. Nicht einfach. Das ist ja mit Taktik. Der Große wieder. Scheiße, Alter. Weißt du, wenn die kleinen Penner nicht die ganze Zeit kommen würden, oh, dann wäre alles gut. Los, schnappt ihn! Oh! Au! Ah! Nein! Oh nein! Ah, ich hasse es! Ah! Shit! Tschüss! Das Kleine erwischen. Auch Mut! Hab Mut! Meine kleinen Rods! Oh! Hilfe! Ja, jetzt kommt weitere. Ich hab ihn eigentlich gleich. So viel hat er gar nicht mehr. Ich brauch trotzdem Mut!
Jawohl! Tschüss, Penner! Oh Gott, das sind schon wieder so viele. Ich brauche Energie. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wo soll ich denn das nächste aufplatzen lassen? Wo ist die nächste? Ich habe keine Ahnung. Toll. So, schau ich erst alle besiegen. Jawohl. Jawohl. Oh. Geschafft. Hä, das sind die ja schon wieder. Did you see what she did to that monster? I told you she could help us. Great work, Kena. Let's keep going. We're getting close. Okay. I do my best. Lass mal kurz gucken. Nein. Gibt doch bestimmt noch irgendwo. Obwohl, warte. Vielleicht hier. Wo ich gerade aufgemacht habe. Das kann natürlich sein. Ja, das sieht ganz danach aus. Haha! Endlich mal wieder einen gefunden. Hallo! Come on. 10 Stück haben wir jetzt. Oh, ein Schleifchen, wie süß. Ja, mein Schleifchen. Ich ziehe aber meinen Rods keine Schleifen an. Die kriegen nachher Militärhüte. Männliche Hüte. Warte, ich habe im Haus gar nicht geguckt. Vielleicht versteckt sich da auch einer. Ah, guck mal da oben. Siehst du, da habe ich wieder was vergessen. Es ruckelt manchmal so ein bisschen, ne? Also... Es hat manchmal so Frame-Einbrüche. Regnet's einfach. Das sind Schritte, oder? Wow. Okay. Ah, das sind von dem Bruder Erinnerungen. Hey, warum komme ich da nicht durch? Das ist einfach wieder so ein unsichtbares Schild. Hat er sich verlaufen? Ob es aussieht schon? Oha!
aus die Maske. Eingesperrt. What happened? What did you see when you put on Taro's mask? Taro is here, but he's forgotten who he is. We need to find 3 relics to help him remember. The forest is huge. How do we know where to look? Maybe Mr. Russo can help us. His house is up that way. Mr. Russo. Mr. Caruso. Mr. Caruso. Wir müssen zu Mr. Caruso. Nein, Mr. Russo. Ja, da ist alles voll mit diesem Schmodder. Also er lebt noch, oder lebt er jetzt nicht mehr, oder ich habe gedacht, sie ist Seelen. Sie beruhigt Seelen und macht sie fertig zur Überfahrt oder so. Oder habe ich das eigentlich verstanden? So quasi. Ah, ja, ist klar. Wird Erkunden belohnt. Was soll das? Kommt die denn her? Au! Alter. Probier das mal mit dem. Ja, da ist einer. Euch schmecken. Dum, 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 dum. Sehr gut. Can you pick that up? Das ist aufstellen. Der Fuchs schreien. Das klingt auch wieder ein bisschen. Ein bisschen offene Karten sind das schon, ne? Das ist schon krass, wie groß die Karten sind.
weiß noch immer nicht, was das da oben ist. Hä? Ach was. Hä? Dann bedeutet das, wo so ein Licht ist, dass da eins ist, oder was? Naja, weil da war ein Stein, da war auch eins. Und hier ist auch so ein Licht. Da muss ich Ausschau halten von diesen Lichtern. Na, guck mal, da drüben ist auch eins. Schon gesehen. Hier so eine Blume. Jam. Schon wieder. Das sind voll viele Früchte. Los. Essen. Keine mehr Hunger, oder was? Ja, wollte gerade sagen. Ah, da ist die Blume. Jetzt muss ich nur noch den Wassertropfen finden. Was ist jetzt? Oh Gott. Oh Gott, es backt. Nein. So. Kurz mich verkantet, weil hier man runterrutschen muss, okay. Guck mal, da ist noch einer. Gut gemacht. 13. Nicht mehr viele. Dann habe ich 15. Nächstes Level dann erreicht. Da war ich schon. Also, los, holt euch Eier essen. Alles verdorrt. Okay. Ich kann auch versuchen, da hinten, aber ja auch noch nicht. Aber ich glaube, da geht's lang. Mut an und schnappt ihn! Aua. Das
gemacht. Lass mal kurz noch da lang gehen. Ist doch komisch, dass hier... Ah, guck mal, da ist auch wieder so eine Lampe. Das kann natürlich sein. Da drüben ist auch... Jetzt? Ich hab die Maske nicht mehr. Wieso denn das? Ah, auf der Treppe funktioniert die Maske nicht. Okay, alles klar. Scheiße. Das ist natürlich dumm. Das ist der Eingang, oder was? Ich habe keine Ahnung. Egal. Gehen wir weiter. Ah, da ist wieder so ein Ding. Hutwagen entdeckt. Nice. Kann ich dir noch immer lustige Hüte aufziehen? Fuchshüte. Hoch. Und dann setze ich mal ein paar Grotz Fuchshüte auf. Boah, die kosten 100. Dein Ernst? Oha, nein. Tut mir leid, das ist mir zu teuer. Ich brauche meine Kristalle. Kann sie nicht für so Humbug ausgeben. Abschießen kann oder so. Gut, dann gehen wir da weiter. Welche Richtung ist immer so? Diese Richtung nicht. Schon mal nicht. Ich wieder hier die essen lassen. Es gibt wieder ein paar Münzen. Drei Groots. Grots. Groot? Wie komme ich auf Groot? Ich bin Groot. Okay, da muss ich hin. Heißt das, hier in dem Gebiet sind drei Stück, oder? Was soll ich darunter verstehen? Russo-Berg. Der Russo-Berg. Okay, aber... Wieso... Kann man nicht runterschlagen. Okay. Was machen die denn hier? Schon wieder hier. Na? Lucy's house is so far away. Okay. You can see his lookout at the top of the cliffs. Ganz da oben. Das heißt, ich muss jetzt ganz da hochklettern. Nö, mach ich nicht. Tschüss. Jetzt da lang.
ich glaube, in den Wald gehen wir doch noch nicht. Es ist ja gefährlich. Lass mal lieber hier gucken, wie wir irgendwie hochkommen. So wie es aussieht, müssen wir doch in den Wald. Ist da drüben auf dem Stein nichts? Nö. Greift mich bestimmt an, dieser komische Monster-Affe. Natürlich ist hier alles verdorben. War ja klar. Nein. Nein. Genau. Ah. Okay. Oh nein. Oh nein. Was geht ab, Stone? Schön, dass du eingeschalten hast. Zocki ist back. Ja, Mann. Was? Boah. Es kommen wieder Michael Myers Filme raus. Ja, ich habe noch nicht mal den letzten angeguckt. Du musst ja auch noch angucken. Ja, okay. Ich weiß, mehrmals den Text abzuschicken. Du weißt, hast es gelesen. Natürlich nein, überlesen. Er hat es selbst gesagt, dass wir ruhig nochmal schicken können. Achso, ja, alles gut. Ja, das passt schon. Wenn ich es überlesen habe, auf jeden Fall. Oh. Right there. Hoch damit. Hm? Achso, das ist ein Objekt. Da drauf, los. Dupdi-dupdi-dupdi-dupdi-dupdi-dupdi-du. Okay, wir haben den Schrein wiederhergestellt. Oh, Stone ist wieder back, besser gesagt, ha? Huh? Right there. Aha, da ist wieder einer. So, jetzt fehlt nur noch einer und dann sind wir Level 2. Ja, gestern habe ich Zimmer aufgeräumt von... Also, mit der Kleinen habe ich ihr Zimmer mal aufgeräumt, weil es sah aus, wie eine Bombe eingeschlagen hat. Und deswegen... Das hat ewig lang gedauert. Wir haben auch Kleider aussortiert. I should see where it leads me. Ah ja, eine Erinnerung. Okay, gibt's hier noch irgendwas? Vielleicht versteckt sich ja hier was. Ich habe auch
nicht hinten gekommen. Hier vielleicht noch was verstecken. Ich glaube nicht, ne? Gott. Warum macht sie das nicht selbst? Ja, weil sie unordentlich ist und ich versuche ihr Ordnung beizubringen. Ich habe ja ihr geholfen, weil alleine macht sie es nicht. Und das hat ewig gedauert. Wir haben Kleider aussortiert, die kleiner sind, und haben die mal in die Altkleidersammlung gebracht. Ja, und dann war es irgendwann mal 6 Uhr, dann habe ich gegessen, da war 19 Uhr und dann habe ich gesagt, jetzt gucke ich lieber Film. Kein Bock mehr zu zocken. Und heute bleibe ich auch nicht lang, heute nur bis 18 Uhr. Weil ich heute ins Kino gehe. Dune! Ich bin gespannt, wie er ist. Ich bin sehr gespannt, wie er ist. Das? Look, a tear of the forest. It's a sign of regrowth. Death always leads to a new beginning. Alle springen auf den Hype auf. Dann viel Spaß mal. Ja. Also ich hoffe, dass es so ein Epos wird, das mal wieder Geschichte schreibt, so wie Herr der Ringe oder so. Weil Dune soll ja kein schlechtes Buch sein und hat nur bis jetzt schlechte Verfilmungen gekriegt. Und deswegen hoffe ich, dass die das richtig machen, damit wir ein richtig geiles Epos mal wieder kriegen. Weil es soll, wenn's gut läuft, soll es 3 Filme werden. So eine richtige Trilogie. Ich bin gespannt. Vielleicht ist es aber auch voll der Müll. Es hat nichts mit Hype Train zu tun. Nein. Okay, nochmal. Kommt schon, meine Groots. Los, meine kleinen Freunde. Hui. Oh. Ich schon mittlerweile ab. Okay. Ja, viele sind begeistert, die in dem Film waren. Ich bin aber so einer, der immer so seine eigene Meinung hat. Also ich... Na toll. Also ich sag jetzt nicht nur, er ist geil, weil es andere sagen, sondern ich sag das, weil er mir gefällt. Es gibt auch Leute, die sagen das nur aus dem Grund, dass alle finden den geil, dann ist der geil. Es gibt viele, die finden zum Beispiel den neuen Suicide Squad gar nicht so gut. Ich finde den Hammer. Ich finde den neuen sehr geil. Der alte war okay. Aber der neue, der ist echt lustig, brutal, gut gemacht. Hat mich sehr unterhalten. Das Setting ist nicht meins. Genau wie bei Herr der Ringe. Daher gucke ich ihn auch nicht. Ah, okay. Das Setting Wüstenplanet ist nicht deins. Star Wars ist dann auch nicht deins, oder? Korrekt. Ah, okay. Ja, gut.
Dann ist wieder was anderes. What's wrong with Russo's house? The trees look funny. Was sind die schon wieder hier oben? Die sind ja schneller oben als ich. Was soll denn das? Wir könnten sie auch selber gehen. Okay. So, warte mal. Einmal umdrehen. Obwohl, ich weiß nicht, ob ich die aktivieren muss. Deswegen gehe ich besser mal ran. Aber ich glaube, wenn das Licht leuchtet, dann sind die aktiviert. Die Roots aktivieren, glaube ich, das schon. Ja. Ja. Hopp. So, jetzt die Frage. Wie komme ich da rüber? Was umwerfen? Kommt mal wahrscheinlich nicht rüber. Aber wie komme ich sonst weiter? Ich muss darüber, aber wie? Auf der Blazy, ja, Erfrischung. Und schön, dass du eingeschaltet hast. Spielst auf der Fünfer. Der da sitzt? Die können sich teleportieren, das ist voll unfair. Warum können die mich nicht teleportieren? Wenn die sowieso mir schon helfen. Guck mal, wie sie da sitzen. Faule Schweine. Ja, wartet, ich gebe euch nachher wieder was zu arbeiten. Ist jetzt so, gehe ich darüber oder gleich nach oben? Hier geht's weiter, oder? Sieht so aus, als würde es hier weitergehen. Ja, geht es. Also gut, dann gehe ich darüber. Oh! Kante greifen. Nicht Rückwärtssalto. Nein! Oh! Oh! Gott! Ist auch runter. Hier ist was. Hier muss was sein. Hier ist nichts. Nochmal. Ich hab gedacht, hier wäre was. Jetzt nicht sicher, aber ich
glaube... Ja, was ist das denn? Huh? Du hast einen Geisterposten gefunden. Du hast etwas gefunden, das ein Dorfbewohner gehört. Bring es ihm, bring es zu seinem Haus im Dorf. Der Ort ist auf der Karte markiert. Ah? Okay. Aber sonst ist hier nichts. Nee. Schade. Nein. Da nicht durch. Schade. Hui. Oh. Alter, eigentlich müsste ich runterfallen, aber das Spiel ist ja echt gnädig. Ich hab ja vollkommen daneben gegriffen eigentlich. Ja. Kleine Tomb Raider. Die kleine Tomb Raider Frau ist das. Oh. Ab. Warte mal. Da geht's noch weiter hoch. Aha! Los, beeilt euch. Bringt den Stein dahin. Gut gemacht. Aha. Los, mach das auf. Ja, Mann, der letzte. Bang. Level 2. Wuhu. Nice. Jetzt haben wir 2 solche Punkte. Ah, okay, cool. Nein, das war falsch. Okay, jetzt haben wir... Level 2 sind wir jetzt. Was können wir jetzt kaufen? Gar nichts. Wieso nicht? Ich habe so viel... Ah, doch. Okay, ich muss überlegen, warte. Ah, doch, die Kristalle brauche ich gar nicht zum Kaufen. Was ist das hier eigentlich? Dann kann ich... Starte den Kampf mit einem Root-Aktion. Ah, das ist ja nice. Das ist nice. Ja. Wie viel kostet das? 300! Uff. Aber ich find's gut. Ja. Mit 70 kann ich wohl schlecht noch was kaufen. Ach so, die Kristalle brauche ich gar nicht zum Kaufen. Ich brauche diese komische Kräfte. Ach so. Ja, yeah, gut. Das war jetzt natürlich doof. Aber vielleicht... Versteckt sich ja hier noch was. Gehen wir mal durch die Maske. Nein. Hui. Bam. Da oben ist auch was. Das trifft es nicht da oben, ne? Da muss ich hoch. She is. Hey, wie kommt ihr denn immer so schnell nach oben? The bridge is broken. Maybe the rock can help. Ja, vielleicht können die Root helfen. Okay. Alright. Dun, 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 dun. Hurry! I don't think they can hold it for long. Solche starken Roots. Bin schon auf dem Weg. Bin schon auf dem Weg. Bin schon auf dem Weg. Haltet durch. Okay. Wie kommen wir jetzt wieder zurück, ihr Witzbolde? Keine Ahnung. Was ist das? Interagieren. This pack is tiny. It looks like it could have belonged to one of the children. Hä? Aha. Kann man da sonst noch was machen?
Hey Red, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich auch überlesen. Ich überlese ständig, Leute. Schlimm. That corruption is powerful. There must be a relic nearby. I need to find another way around. Ja, okay. Das ist aktiviert. Okay. The forest has become too dangerous, Taro. The village is the safest place for you. If you hurry, you can make it back before sundown. I'll come for you when my work here is done. Oh, guck mal, jetzt habe ich wieder 120. das kostet 100. Boah, das ist auch ein böser Move, Alter. Rennst du auf die zu und dann BÄM! Was ist das hier? Das kostet 200, das kostet 100. Ja, dann kaufe ich das für 100 noch. Let's go. Okay, und nun? Diesen Tempel säubern. Naja, da ist es ja schon. Ich hab eine Kugel. Einmal. Bam. Okay, jetzt muss ich kämpfen. Oh, mehr Mut. Mehr Mut, Freunde. Achso. Noch größerer. Der war ganz gut. Hä? Ach, das Ding verschwindet? Ach, scheiße. Ich dachte, das verschwindet nicht. Hab ich jetzt nicht erwartet. Haha, erledigt, ihr Penner. Dahin. Keine Ahnung, probier's jetzt einfach mal. Ob es stimmt, weiß ich auch nicht. Oh, wo geht's da lang? Ach ne, da bin ich hergekommen. Ne, bin ich nicht. Aber hier geht's auch lang. Ja, lass das Objekt nehmen. Ah, es geht wieder zurück. Okay. Was ist das denn für ein Zauber, den du machst, wenn du so kurz hochhüpfst? Das hier? Das ist quasi so ein Schild. Das ist eine Aura. Damit kannst du Sachen einsammeln oder aktivieren. So wie das Ding hier. Jetzt muss ich hier stehen. Und dann kann ich die Steine hier aktivieren. Aber leider nicht die Steine da drüben. Warum auch immer. Muss ich gucken, wie ich es mache. Ja, aber den hier kann ich nicht aktivieren, oder was? Ich muss jetzt irgendwie das Tor aufkriegen. Ah, das ist auch so einer, okay. Steck den mal dahin, los. Haha! Okay, aber lass mal kurz gucken, ob wir vielleicht noch einen Rod finden. Ja, lass es da. Okay, die Maske verrät nichts. Und rein da!
So wie es aussieht, muss ich darüber hüpfen. Versteckt ist in der Geisterwelt. Weiß man nie. Na super. Na super. Oh yeah, nice. Kappa! Es ist Kappa! Ich kämpfe gegen Kappa! Das kann doch nicht wahr sein, oder? Wo ist denn der? Los, schnappt ihn euch! Los, kloppen wir ihn! Mach ihn kaputt! Los, auf! Überlege, ob ich die Blume nehme oder doch wieder ihn angreife. Ich nehme die Blume, glaube ich. Au. Au. Toll. Die Blume umsonst genommen. Boah, Alter, wie viele! Mach den kaputt, los! Los, meine Roots! Oha, wie viele. Ah! Okay. Ja, wir haben ihn gleich. Bäh! Jawoll. Und reinigen wir diesen Tempel. Das war's. Nice! First try! Cool. Langsam hab ich's raus, wie's läuft. Hm? Habt ihr was gefunden? Hab ich das da rumschwimmen? Wie süß. Das? Ah, halt! Halt! Das sieht nach einem Fahrstuhl aus. Ja, da gehe ich noch nicht drauf. Hier gibt's doch irgendwas, oder? Ah, wenigstens mal das. Essen! Los! Essen fassen, Leute! Kein Root. Ich bekomme kein Root. Ja, ist süß. Gefällt mir, ja. Ist halt ein Indie-Titel, ne? Ja, aber ein ziemlich hübscher Indie-Titel, muss man sagen. Das ist echt ein ziemlich hübscher Indie-Titel. So einen hübschen Indie-Titel habe ich noch nie gesehen. Hat ja keinen großen Publisher hinter sich, glaube ich. Hat auch nicht viel gekostet. So, ich glaube 40 Euro.
Für 40 Euro ist echt okay. Erinnert mich so an alte Games irgendwie. Das hat so eine Aufmachung wie alte Games. So, man hat zwei Attacken, ne? Hier die kurze Attacke und dann die starke Attacke. Und dann hat man halt die Viecher und ja, ist ganz lustig. Man verbessert sich halt immer wieder die ganze Zeit. Schon süß, das Game. Ja, ist schade, dass es kein Deutsch ist, aber so viel wird ja auch nicht gesprochen, muss man mal sagen. Anna, you made it. I think we found Mr. Russo. Come on, this way. Also, ich finde, so viel wird in dem Game auch nicht gesprochen, dass ich sage so, oh mein Gott. Mittlerweile muss ich sagen, ist okay, mein Gott, ist jetzt nicht so schlimm. Das ist nicht Deutsch, das ist jetzt, finde ich jetzt nicht so tragisch. Die Texte sind ja nicht viel. Ich dachte, das wäre so ein Game, wo man auch mit Leuten irgendwie in dem Dorf interagiert. Vielleicht kommt das aber auch noch, wo dann auch ein bisschen mehr Text drin ist. Oh, stellt es wieder auf. Gut gemacht. Es hat uns gutes Karma gegeben. Karma-Punkte. Aha. Vielleicht finde ich hier noch irgendwo einen. Vielleicht versteckt sich ja hier noch irgendwo einer. Sieht nicht so aus. Schade. Ich habe bestimmt schon welche übersehen. 100 pro. Mountain shrine is connected to everything in this forest. The trees here grew strong, drawing on its energy, and the land was once in perfect balance. But like all things, the mountain shrine follows a natural cycle, one that our village struggled to understand. As the shrine's power began to fade, a devastating famine struck our village. Taro lost his parents, and he was left to take care of Benny and Saya. I should have done more to help Taro. And now I can only watch as his spirit struggles. We can still help Taro, Russo. There's a relic covered by the corruption at your house, but I need a way to break through. That weapon you carry, I sense it holds a deeper power. The staff belonged to my father. It's been in our family for generations. He must have been a great spirit guide. I may be powerless against the corruption, but I can teach you a new way to fight it back. To a trained archer, the bow is simply an extension of the body. Ah, ich krieg einen Bogen. A spirit guide staff is no different. Ach nein, oder? Ground yourself. Feel the energy of the mountain.
draw on its power. Cool.